Geschwindigkeit auch, die man auch sozusagen aus Perspektive von unten gesehen nutzen konnte, wo man eingreifen konnte und wo die Eliten unterschiedliche Interesse hatten, die sich dann übrigens auch in den Medien niedergeschlagen hat. Die Medien hatten ein größeres Spektrum, nicht weil sie das Volk vertreten haben, sondern weil sie unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Teile der Elite vertreten haben. Man hätte also hier umgedreht auch gegeneinander ausspielen können, um seine eigenen Interessen zu verbessern. Das fällt auch flach, aber ich möchte noch mal zu den Eliten, zu den Meinungsmachern der Eliten kommen, weil nicht nur Augstein sagt das, man könnte sagen, ja, einer kann ja mal durchdrehen. Auch Frank Schirmacher hat gesagt, Demokratie ist Ramsch. Also wer das Volk fragt, wird zur Bedrohung Europas. Ja, das war eher kritisch. Augstein hat es ja affirmativ gesagt. Ja. Schirmacher hat es im Kontext der Griechenland-Krise, ich mag das Wort, es sind alles nur noch Krisen, es sind ja alles selbstgemachte Dinge, hat es in dem Kontext genannt. Und das war kritisch gemeint, zu sagen, wir machen Demokratie so lange, das ist ähnlich wie internationales Recht. USA sagen, internationales Recht gilt so lange, wie es für uns von Nutzen ist. Wenn es nicht von Nutzen ist, ist es eben auch nicht mehr gültig. So machen wir das mit Demokratie. Wenn die Griechen anders wählen, ist es Ramsch. Ja. Wenn man die Bevölkerungen, die Völker, die 99%, wenn man die so hinters Licht führen möchte, also auf Abstand, weil sonst könnte sich ein Volkszorn global entfalten, dann geht es ja eben nur mit zweierlei Methoden. Entweder man unterdrückt massiv durch Gewalt, Polizeistaat, Kriege, so etwas, oder aber durch Meinungsmanagement. Und Soziologe Laswell, den Sie auch in Ihren Vorträgen zitieren, sagt, der Meinungsmanagement ist billiger als Gewalt, billiger als Bestechung oder irgendeine andere Kontrolltechnik. Das heißt, Meinungsmanagement ist Kontrolltechnik. Meinungsmanagement ist Kontrolltechnik. Das war ja auch traditionell immer die Funktion des Staates. Der Staat dient ja nicht nur, auch historisch nicht, einfach dem Interessenausgleich der verschiedenen Bürger, was ja idealitär in einer Demokratie auch sein sollte, dem Interessenausgleich unter den Bürgern zu dienen, sondern er war ein Instrument, um den Status der Eliten, er lieferte sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen die Eliten operieren konnten. Und die Frage ist jetzt, wie kann man, und dabei war ein Ziel des Staates natürlich immer als Disziplinierungsinstrument. Es ging immer darum, die Bürger zu disziplinieren. Und jetzt gibt es in der Geschichte verschiedene Arten, wie man Disziplinierungsinstrumente machen kann. Es gibt die brutale Art mit Panzern. Und es gibt, und das ist die ganze Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 120 Jahre in Demokratien, die Sozialtechnologien, mit denen man das auf eine viel bessere Weise so erreichen kann, dass diese Techniken, wenn man so will, unser geistiges Immunsystem unterlaufen. Wir kriegen sie gar nicht mit. Ja. Und dieser Prozess hat sehr früh begonnen. Sie hatten vorhin angesprochen, mit Gewerkschaft zerstören. Das ging ja schon in 20er, 30er Jahren los. Edward Bernays zum Beispiel ist ja ein ganz wichtiger Mann. Ja. Genau, wo man gesagt hat, wir müssen die Klassenidentität der Arbeitnehmer müssen wir aufbrechen, denn das stört. Wenn Sie eine Klassenidentität haben, haben Sie sozusagen, können Sie Ihren Willen vereinigen und können eine gesellschaftliche Kraft darstellen. Dann haben Sie die kleine Elite und haben Sie die großen Klassen. Genau. Ja. Und wir müssen jetzt versuchen, eine Art Fehlidentität aufzubauen. Wir müssen in den Firmen dafür sorgen, dass der Arbeiter sich mit der Firma identifiziert. Wir gründen, das wurde bewusst gemacht, wir gründen Firmen, Fußballvereine. Ja, Bayer Leverkusen. Genau. Ja. Dann identifizieren sich nämlich die Arbeitnehmer mit der Firma, mit dem Fußballverein. Wir machen Weihnachtsfeste mit der Familie, wir machen Kindergärten und so weiter. Dieses Programm ist wunderbar dokumentiert von Historikern. Ja. Das ist erschreckend, mit welcher Systematik, das war kein Zufallsprogramm, mit welcher Systematik man Fehlidentitäten erzeugt hat, die im Grunde das Konflikt, das soziale Potenzial der Arbeiter zerstört haben. Also man hat heute einen Warenkorb mit Marken, mit denen man sich identifizieren kann. Das heißt, ich kann mich über mein Fahrzeug, mein Mobiltelefon und den Fußballclub identifizieren und da sehe ich meine Klasse und die gemeinsame Klasse mit allen anderen, die sehe ich eben nicht. Das heißt, das ist das, was Sie unter Fehlidentitäten verstehen, dass ich mich eher mit Apple identifiziere und mit dem Aktienkurs von Apple und ob das neue iPhone gut ankommt, als mit, da, dass ich Arbeiter bin und schlecht bezahlt bin. Ein wichtiger Aspekt des Neoliberalismus, der auch von vielen nicht verstanden wird, die den Neoliberalismus nur als eine
ökonomische Richtung sehen, dass alles ökonomisiert wird. Der Neoliberalismus geht sehr viel tiefer. Und Maggie Thatcher hat das auf den Punkt gebracht. Es geht um den Kampf. Ökonomie, sagt sie, ist nur die Methode. Ja. Es geht um den Kampf um Herz und Hirn. Ja. Es geht also um das Ich, das Selbst. Um das Ich, das Selbst. Der Begriff des Selbst muss völlig neu gefasst werden, weil das Selbst immer noch ein potenzielles Zentrum des Widerstandes ist. Das heißt, der Neoliberalismus versucht, das Selbst aufzulösen in ein Bündel von Identitäten, die man sich aus einem Identitätswarenkorb, darf man die sich zusammenstellen. Meine Identität ist meine Facebook-Seite, meine Identität ist, welche Apps ich auf dem Rechner habe, meine Identität ist, wo ich shoppe und so weiter. Was ich lese und so weiter. Identitätsfreiheitsverlust nach dem Konzept des Neoliberalismus ist, wenn ich von den Mechanismen der Identitätsproduktion abgetrennt ist, wenn ich nicht mehr das shoppen kann. Das ist der pervertierte Freiheitsbegriff des Neoliberalismus. Freiheit heißt, ich bin von der Freiheit, aus dem Konsumwarenkorb, Identitätswarenkorb zu wählen, abgeschottet. So, das heißt, die Schwierigkeit ist zu verstehen, wie konstituiert eigentlich der Neoliberalismus das Selbst? Der Kampf, um den es geht, ist, der Neoliberalismus sagt, der ist ganz fundamental. Die haben das verstanden. Die haben verstanden, worum es geht. Es geht nicht einfach um Wirtschaft. Die haben einen riesigen Vorsprung. Wir müssen ganz an der Wurzel anfangen. An der Wurzel steht das Selbst. Wenn wir das Selbst zerlegt haben in ein Bündel von Kompetenzen, das ist ein Begriff, über den heute keiner mehr nachdenkt, was der für einen ideologischen Gehalt hat. Das ist der Kernbegriff in der Universität, in der Bologna-Universität, in der Schule. Wir zerlegen das Selbst in ein Bündel von Kompetenzen. Und die Frage ist, wie können wir die Selbstverwertbarkeit, jedes Individuum muss sich fragen, wie es seine Selbstverwertbarkeit auf dem Markt, jetzt kommt wieder diese metaphysische Identität eines Marktes, wie es seine Selbstverwertbarkeit als Kompetenzbündel optimieren kann. Das Selbst wurde also schon atomisiert, wurde zerlegt. Es wurde eigentlich herausgelöst, denn normalerweise bedeutet Identität, ich bin in einen natürlichen, sozialen, historischen Kontext, in eine Geschichte, in ein soziales Umfeld eingewoben, was eigentlich meine Identität mitbestimmt. Wenn ich das Selbst, wenn ich das Individuum da rausnehme. Ja, also entwurzelt quasi, kann ich es rumschieben. Wenn ich es entwurzelt, dann kann ich es rumschieben. Das hat natürlich wieder Folgekosten, weil das nicht der Natur des Menschen entspricht. Wir brauchen die soziale Verwurzelung. Was entwickelt das Individuum als ein, sozusagen als ein Antidot, als ein Gegenmittel gegen dieses? Es braucht jetzt Mechanismen, eine Identität zu finden. Rassismus ist ein wunderbares Angebot, wieder eine Identität zu finden. Das heißt, wir kriegen jetzt eine ganze Reihe von Gegenbewegungen. Wir können jetzt neu bespielen, richtig? Wir können es sozusagen neu bespielen, aber es gibt auch eine sozusagen in uns angelegte Tendenz. Wir brauchen eine Bezugsgruppe, wir brauchen eine Verwurzelung, wo wir affektiv verwurzelt sind. Und die geht sozusagen im pathologischen Sinne dann, in einem perversen Sinne, richtet sie sich dann gegen den anderen, um die Identität dadurch zu bekommen, dass wir ist eben das, was gegen den anderen ist. Sie reden von Rassismus, aber man kann ja auch schon mal anfangen, das kann man ja noch, da ist es vielleicht noch offensichtlich, weil der hat eine dunklere Hautfarbe als ich oder ich hat eine hellere Hautfarbe, das geht ja in beide Richtungen. Aber man kann auch sagen, okay, wenn ich diese ganzen kleinen Gruppen neu bespiele, wenn ich das mal als unser Planetensystem sehe, da gibt es eine große Rotation, das zerlege ich jetzt alles und da gibt es immer kleinere Gruppen auf dem Planeten selber, die sich um sich selber drehen, die ich hin und her schieben kann. Aber wir können ja genau das auch erkennen beim sogenannten politischen Gegner, der ja nicht mehr auf der Rechts-Links-Seite steht, darüber können wir auch mal gleich reden, woher kommt dieses Rechts-Links, die Begriffe, sondern sogar schon unterhalb der Linken, innerhalb der Mitte, innerhalb der Rechten wird sich bekämpft. Also dass sich an die Gurgel springen innerhalb der Linken ist von einer Heftigkeit, dass man das Gefühl hat, das repräsentiert eigentlich extrem links, extrem rechts, aber das sind Linke. Ist das die Folge von dem, dass wir so weit gekommen sind, dass selbst die, die es besser wissen müssten, dass die nicht merken, dass sie längst instrumentalisiert sind? Ja, das sind sozusagen nochmal subtilere Techniken. Wie kann man eigentlich, eine ganz wichtige Frage in der Propaganda der Eliten, wie kann man eigentlich aufkommende Freiheitsbewegungen zersetzen?
Damit beschäftigen sich riesige Thinktanks, damit beschäftigen die Sozialwissenschaften. Wie kann man, wenn etwas entsteht, wie kann man die Empörung Ja. managen, wie kann man die Ziele umlenken in eine Richtung und so weiter. Ja. Und die Selbstzersetzungsstrategien der Linken, die sind tatsächlich so, dass ich auch, ist jetzt eine Fantasie, ich weiß, ich glaube nicht, dass das so ist, aber man könnte auf den Gedanken kommen, das ist ein wunderbar erfolgreiches CIA-Programm. Besser könnte man es nicht, wenn ich es designen sollte. Ja. Ja. Wenn ich es designen sollte am Tisch, besser könnte ich es nicht designen. Mhm. So, also das ist sozusagen, das sind noch subtilere Teile, die wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen finden. Denken Sie an die sozialen Bewegungen in Lateinamerika in den 90er Jahren, um das Jahr 2000, wo einiges entstand, ja. was wirklich von unten kam, muss man sagen. Was von unten kam. Die Gefahr kommt letztlich immer von unten. Was aus den Slums, aber es war noch ein bisschen anders als in Europa, weil es eben nicht aus linken Bewegungen kam, sondern es waren indigene Bewegungen der Bevölkerung. Wie diese Dinge dann wieder zersetzt, wenn Sie heute den Zustand Südamerika ansehen, muss man sagen, alles, was da viel von dem, was da erreicht worden ist, ist wieder zersetzt worden. Es lohnt also, die Strategien zu studieren. Wie schaffen Sie es eigentlich immer wieder, sobald etwas im Keime entsteht, es in irgendeiner Weise zu zersetzen? Und dieser Kampf links gegen links ist sozusagen, der wird ja auch von den Medien extrem befeuert. Das ist eine wunderbare Technik, die müsste viel stärker analysiert werden, damit wir wieder Gegenmittel entwickeln. Und uns die Frage stellen, für wen arbeiten denn eigentlich diese Medien? Die Medien arbeiten fürs. Das ist eine schwierige Frage. Die Medien arbeiten erstmal für sich. Die Medien sind ein Gewerbe, also die privaten Medien. Ja. Die Medien sind ein Gewerbe. Und die Medien sind ein vertikales Gewerbe. Das heißt, sie sind extrem hierarchisch, autoritär organisiert. Sie müssen Rendite machen. Das heißt, die Medien verkaufen Zerstreuung, Unterhaltung, Werbung. Und war noch was? Nachrichten. Ja. Da war noch was. Genau. Und verkaufen Nachrichten. Die Medien stellen eigentlich den Eliten und dem Staat, daher kommt die große Verflechtung, das ist nämlich die Vorstellung, die der Neoliberalismus vom Staat hat, ist auch eine ganz besondere. Die Medien liefern den Rahmen für die Operationsweise der Eliten. Deswegen brauchen die Eliten die Medien. Mhm. Sie liefern dem Staat auch eine Möglichkeit, den einerseits sozusagen einen Operationsrahmen für die Wirtschaft zu schaffen und auch wieder die Bevölkerung zu disziplinieren und zu kanalisieren. Mhm. Das heißt, die Medien haben nicht, das ist mir eine absurde Vorstellung, die gelegentlich rumgeistert, die Medien haben nicht die Funktion, die Wahrheit zu sagen. Das Wort Lügenpresse ist ein gefährliches Wort, weil es uns schon wieder die Aufmerksamkeit in eine Richtung zieht, wo sie ziemlich schnell verdampft. Ja. Sie kämen nie auf die Idee,